nachdem ja gestern der nächste Mensch, gestern war es nur eine, also der wird hundertprozentig wissen, wen ich meine, so etwas, das mehr kranken Menschen noch nicht gesehen hat, ja, also ja, genau, du, aber du, nichts dagegen, ja, du, ich habe es mit Spaß genommen, was habe ich drauf geschrieben, ich habe schon immer vermutet, gut zu wissen oder gut, dass mir das jemand bestätigt, ja. Was soll's, ja? Jeder ist so, wie er ist, ne? Wenn ich der Trottel bin oder der Volker fahre oder dumm, Idiot oder wie auch immer, nur dann bin ich es einfach, ja? Zurück jetzt da aber zu dem, was ich noch am Herzen habe. Und zwar, gestern habe ich mich in zwei Fällen zu der Silber-Judith Anwendung geäußert, die ich sogar als legitim empfunden habe, wenn sie, gut, das war der eine Fall, wo ich das so eindeutig geäußert habe, also die Methode existiert schon wesentlich lange, ja, was diese Inhalte von Niederschlag oder im Niederschlag sich befindenden Salzinhalten angeht, also wenn man dem Glauben schenken kann, ist das nicht so tragisch gefährlich, ja. Es wird auch nicht in den Mengen, das gefährlich wird, angewandt, ja. Es wird auch benutzt, gezielt Regen zu bewirken, wo man diese Justierung oder Beeinflussung in einem abgegrenzten, bestimmten Gebiet ausübt. Ja, also jetzt Beispiel, ich nenne den Beispiel noch einmal ganz genau. Also man hat jetzt da eine Fläche von zum Beispiel 100 mal 100 Kilometer, also als abgeschlossene Einheit zu bedenken jetzt da, wo in diesem 100 mal 100 Kilometer die Regenfälle aus irgendwelchen geometrischen oder geologischen oder wie auch immer Gründen meist auf bestimmten Orten niedergeschlagen, also niederschlagen, ja, wo es einerseits, also dort, wo es runterkommt, unerwünscht ist und auf benachbarten Stellen eher erwünscht wäre, ja. Das heißt, man versucht einerseits verhindern, dass an einer bestimmten Stelle der Niederschlag nicht zustande kommt und eine benachbarte Stelle wiederum runterkommt. Ja? Also statt dort, wo es künstliche Bewässerungen gibt, dort, wo es keine Bewässerungsmöglichkeiten gibt oder nur kostenspielige Angelegenheit wären. Also die Bewässerung gibt es vielleicht dort, aber der Wassertransport kostet zum Beispiel Geld in Form Stromabnahme etc. Ja? Also in einem 100 mal 100 Kilometer wird lediglich das bewirkt, dass er an einer Stelle zu dem Niederschlag nicht kommt, an der anderen Stelle wieder kommt. Es beeinflusst nicht die globale Sache. Ja? Es ist alles lokal. Das Gleichgewicht in diesem 100 mal 100 Kilometer bleibt erhalten. Es wirkt sich nicht an das restliche globale Geschehen. Ja? Also das war das eine. Zwar Beeinflussung der Natur, zwar Beeinflussung der Regenfälle, aber ohne diese globale Auswirkung. Also wenn es wirklich nicht in großen Ausmaßen einmal dort über tausende Kilometer so gehandhabt wird, sehe ich es echt persönlich als bedenklos. Was diese Silberjodid-Niederschläge angeht, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Biologe, ich bin kein Chemiker. Sicher gibt es da Inhalte in den Niederschlägen,
Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn es wirklich reguliert, also durch Umweltministerium, Umweltschutz, Gesundheitsministerium, wenn das wirklich protokolliert ist, wenn diese benutzte Mengen protokolliert werden, wenn es wirklich im Griff gehalten wird, kann unter Umständen wirklich nicht gefährlich werden. Ja? Ich habe auch erinnert, diese Methoden sind mir schon sehr, sehr lange bekannt, im positiven Sinne, weil es landwirtschaftlich angewendet werden. Ich habe das Wort nicht erwähnt, noch in totalitärem Regime der ehemaligen Tschechoslowakei, Landwirtschaft war angewandt. Ja? Also nicht nur in imperialistischen Welt, ja, sondern echt auch dort, wo ich als Kind aufgewachsen bin. Ja? Und eigentlich heute immer noch sehe ich nicht wirklich gravierend Negatives dahinter. Das zweite, ja, zu dem ersten Fall noch, also dieser Einsatz in diesem Vietnamkrieg oder wo auch immer, wo es womöglich in Riesenmenge schon zum Missbrauch wurde, ja, also wo man diese Krieger im Schach gehalten hat, mit riesengroßen Niederschlägen, langzeitigen Niederschlägen, wo man sie im Schach gehalten hat, ja, also das ist schon langsam bedenkliche Geschichte, ja. Ob chemische Verschmutzung damit bewirkt wurde, kann ich immer noch nicht als unbedingt bedenklich benoten, ja. Allerdings war das schon die Natur beeinflussend in sehr großem Ausmaß. Allerdings wiederum im Tropgebiet oder Subtropgebiet, wo es riesengroße niederschlagsfähige Mengen an Wolken gab und es nicht unbedingt globale Auswirkungen haben musste. Ja, egal jetzt da wer was davon hält, ich halte das hier davon. So, Silbernitrat, oder Silberjodid, Entschuldigung, das ist jetzt das Thema. Jetzt das zweite, was ich angesprochen habe, den gravierenden, bei dem zweiten habe ich das Thema Silberjodid-Einfluss beziehungsweise Ionisierungseinfluss auf die Wolken angesprochen, und zwar um was es da in etwa geht. Ja? Also diese Einflüsse führen zu zwei Einflüssen, also zu zwei Arten der Einflüsse. Das eine ist Kondensierung, Vorgang zu beschleunigen, ja? Also Beschleunigung des Regenfalls oder Beschleunigung der Regenfälle, das heißt, aus einem gasförmigen Zustand beschleunigen, dass es wasserfähige oder Wasserinhaltzustand ist. Ja? Das ist der eine Einfluss, und der zweite Einfluss ist und das ist jetzt zum Beispiel der Fall da in Österreich, wo es angewandt wird, dass man Hagel vorbeugt. Und zwar, dass man diese Eiskristalle, die zum Hagelniederschlag führen, quasi in Wasser umformt. Das heißt, dass man Tauen quasi bewirkt, dass ein eisförmiger Zustand in einen Wasserzustand geändert wird. Also zwei Zustandsänderungen. Ja? Im Prinzip gasförmigen Zustand in wasserförmigen Zustand und eisförmigen Zustand in wiederum wasserförmigen
wasserförmigen Zustand, ja? Also quasi, einerseits kann man sich das vorstellen als Verschiebung dieser Zustandsänderungspunkte, beziehungsweise bei dem Ionisierungsvorgang ist das so etwas wie mit Salz, ja? Also wenn man Eis zum Schmelzen sagt man bringen wird, will, ja, bringen will, ja, strahlt man Salz drüber und es schmilzt. In Wirklichkeit ist das aber nicht die Verschiebung des Schmelzpunktes, sondern lediglich die Zerspaltung auf die Ionen. Und das ist ein bisschen Unterschied, ja, chemischer Hintergrund oder physikalischer Hintergrund, ja. Also nicht Änderung des Schmelzpunktes, sondern Aufspalten auf die Ionen. Der Schmelzpunkt des Wassers wird damit aber nicht geändert. Es wird nur bewirkt, dass wasserförmiger Zustand nur durch die Aufspaltung auf die Ionen stattfindet. So, und heute sage ich den nächsten Blödsinn, ja, den nächsten Blödsinn, mit dem absolut niemand einverstanden sein muss, ja, jemand vielleicht doch. Der Unterschied zwischen diese auf Silber, jo, also Silberjodid, ja, also Silbersalz und Aluminium, Barium, Strontium, bla 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 Salze ist der umgekehrte Einfluss auf die Wolken. Bei dieser Silber-Jodid-Sache wird nämlich ein Niederschlag provoziert. Und das sogar ein hagelfreier Niederschlag. Bei diesen Aluminium, Barium, Strontium, Zink, Selen, was habe ich noch nicht genannt, ist wurscht. Salzen ist genau der umgekehrte Einfluss. Ja, umgekehrt in dem Sinn einerseits. Und das behaupte ich mit vollem Ernst. Chemische Bindung des Wassers an sich. Also, und somit ist auch begründet, warum das Wasser verschwindet. Das Wasser verschwindet nicht. Es ändert nur den chemischen Zustand. Dadurch, dass es chemisch reagiert und an diese Salze gebunden wird, ist begründet, warum das Wasser verschwindet. Es verschwindet nicht. Energie verschwindet nicht. Die Energie ändert nur die Art. Eine Wärmeenergie endet in eine Bewegungs- oder kinetische Energie. Eine kinetische Energie endet in einer, was weiß ich, potenzielle Energie, sage ich da Unsinn? Oder waren nicht keine Leute in der Hauptschule? Weil das hier lernt man in der Hauptschule. Da muss man nicht auf die Universität gehen. Ja? Und die, die das jetzt da auf einmal nicht kapieren und die jetzt da sagen, die Volkoffer von den Universitäten. Ich selber war auch nie in einer Universität. Ja, spazieren, weil ich etwas zum Erledigen hatte. Studiert habe ich es jedoch nicht. Ja. Dass ich die HTL ja, bis zur Hälfte positiv hinter mir habe, das will ich nicht erwähnen, weil was ich erwähnen will, ist Hauptschulwissen. Und jeder Österreicher müsste es haben. Ja, mit 10 Pflichtjahren der Hauptschule müsste er dieses Wissen haben. Und keiner kann sich da ausreden. Außer der ist echt, und sorry, Volkoffer, der Hauptschule nicht positiv absolviert hat. Der hat sie zwar abgeschlossen, aber der einfach nichts gelernt hat. Wer die Noten bekommen hat, wer positiv abschließen konnte, ist mal rätselhaft. Sorry. So, jetzt bin ich bei diesem
chemische Bindung des Wassers an diese Salze so